gibt zwei gute Gründe, nach Bad Füssing zu fahren. Und diese beiden Gründe sitzen neben mir. Das ist einmal die Vicky und einmal die Franzi. Hi. Hallo. Hallo Guido. Wir wollten schon immer ein Bier mit dir trinken. Super. Ja, ist ja cool. Schön, dass du da bist. Ja. Prost. Prost. Ihr habt mir ja geschrieben und ihr habt Probleme mit eurer Arbeitskollegin im Hotel, mit der Nina. Was ist das Problem? Ja, das Problem ist, unsere Nina, wir haben es wirklich gern. Sie ist sogar die Kollegin und auch Freundin. Ja. Aber sie kommt immer zu spät. Also ja, immer. Ist wirklich schlimm. Also notorische zu Spätkommerin. Mhm. 5 bis 10 Minuten in der Arbeit und privat Stunde oder 1,5 Stunden auch, ja, minimal. Also ist schlimm. Und sie nimmt uns auch gerne auf die Schippe. Also sie hat mir meinen Autoschlüssel geklaut und mein Auto versteckt, so Sachen, die sind an der Tagesordnung. Das ist ein Fall für uns. Was interessant wäre, für Verstehen Sie Spaß, können wir bei euch im Hotel drehen? Ja. Ja, also momentan wäre es super, das ganze Hotel ist leer. Aha. Keine Gäste da, wir haben jetzt Betriebsurlaub und die Nina muss ganz allein arbeiten. Oh. Mhm. Wir könnten ja die Nina ein paar Überstunden machen lassen, die sie in ihrem Leben nie wieder vergessen wird. Mhm. Mädels, ich freue mich drauf. Prost. 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 Und hier soll sie ihre Überstunden machen, in diesem Hotel. Auch der Altbau auf der gegenüberliegenden Straßenseite gehört dazu. Und der ist, genau wie der Neubau, seit fast 2 Wochen geschlossen. Betriebsurlaub. Das Hotel steht völlig leer. Nina muss natürlich an der Rezeption Wache halten. Zusammen mit unserem Lockvogel Katrin, die wir vor ein paar Tagen eingeschleust haben. Die beiden sollen darauf achten, dass im verwaisten Hotel alles mit rechten Dingen zugeht. Außer der ein oder anderen telefonischen Reservierung passiert nichts Aufregendes. Noch nicht. Doch dann bricht die Nacht herein über unserem leeren Spukhotel. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Hallo, guten Tag, guten Abend. Guten Tag, guten Abend. Hallo. Hallo. Oliver Buchinger. Sie. Hallo, guten Tag. Wollen wir uns anreisen jetzt, oder wie? Ja, wir wollen einchecken. Ach so, na, wir haben momentan geschlossen. Also es kann nicht sein, dass Sie bei uns gebucht haben. Beziehungsweise haben Sie gebucht? Ja, klar. Haben Sie eine Bestätigung? Natürlich hat er eine. Und die ist auch noch echt. Reservierungsbestätigung, das sind wir jetzt richtig. Sogar die Zimmernummer steht drauf, 402. Ja, aber die Zimmer haben Sie ja, oder? Ja, aber ich kann Ihnen ja, das ist ja... Ich kann Ihnen ja jetzt hier nichts anbieten. Ich muss jetzt einen Ersatz. Also sowas ist auch noch, ist mir noch nie passiert. Ich bin jetzt fast 10 Jahre hier, aber das... Also ich verstehe gar nichts. Ich verstehe gar nichts. Also ich finde das eine Frechheit. Ich verstehe gar nichts. Es ist einfach auch... Ja, es tut mir schrecklich leid. Ich kann mich nur entschuldigen und Ihnen ein anderes Haus jetzt anbieten. Wir gehen in kein anderes Haus. Wir haben schon bezahlt. Wir haben schon bezahlt. Mhm. Das kann ich nicht ganz sitzen lassen. Komm, Olli. Leck mich doch am Arsch, was war das denn? Das, liebe Nina, war erst der Anfang. Jetzt wird es unheimlich. Das Telefon läutet aus Zimmer 402. Aber wir wissen ja, da dürfte niemand sein. Rezeption Jungbauer? Hallo? Ich glaube, ich werde. Oh mein Gott! Es hat mir jetzt gerade wie aus Zimmer 402 angerufen. Willst du dich verarschen? Ohne Witz. Oh, ich krieg ja echt einen Anfall. 402, das kann nicht sein. Nina schaut nach. Und was sieht sie? Da drüben brennt Licht. Schau mal, siehst du es? Vorsichtshalber mal die Tür absperren, man weiß ja nie. Oh, leck. Ich dreh durch. Ob der schon daheim ist. Jungbauer? Der nächste geheimnisvolle Anruf. Hallo? Hallo? Das ist der Typ. Jetzt hör auf. Ja, wer war denn das? Ich geh noch mal gucken. Welches Zimmer war das? Nein, du gehst jetzt bitte nicht um mich. Ich gehe nur ans Fenster. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Kommst du bitte mal her? Da brennt's jetzt. Da raucht jemand am Zimmer. Auf dem Balkon?
Wird doch passen mit dem. Guck mal. Soll ich jetzt zur Polizei rufen oder was soll ich machen? Quatsch! Ja, aber das, was möchtest du machen? Du kriegst ja den nicht mehr raus. Der ist ja irre. Also sei mal nicht besser. Das ist schon unheimlich, oder? Hast du das schon mal gehabt? Nein, sowas, bitte. Also sowas doch noch nie. Ja, das sind ja auch zwei, guck. Ja, das sind ja die zwei. Jungbauer? Ja, hallo. Ja? Buhinger, das ist jetzt ein Einzelzimmer. Herr Buhinger, was machen Sie denn jetzt bitte in dem Haus? Wo sind Sie denn jetzt da reingekommen? Wir haben ein Doppelzimmer bestellt. Sie haben... Wir haben ein Doppelzimmer bestellt. Dieses Haus ist zu. Wir suchen uns jetzt ein Doppelzimmer. Sie suchen sich jetzt ein Doppelzimmer? Sie haben da eine Klatsche. Ja, aber wie kann denn der jetzt da irgendwo reinkommen? Ich muss jetzt den Chef anrufen. Herr Holzapfel, also das, es kommen Gäste einer, die gebucht hätten für eine Nacht, ja, Buchinger? Ja, doch, mir mal zu, geht nicht. Diese Gäste sind irgendwo drüben eingegangen, sind in sämtliche Zimmer drin. Die sind total irre, die rufen an, sie möchten da schlafen. Die sind irgendwie drüben ins Haus gekommen. Das gibt's doch gar nicht. Es ist sowas von gruselig. Weil ich hab jetzt leider überhaupt keine Zeit mehr, gell? Ja, ich verstehe das. Ich ruf nachher nochmal zurück. Ja, gut, ja, tschüss. Tschüss. Was geht da? Was hat er jetzt gesagt? Das geht nicht, wir haben mal zu. Hab ich gesagt, ich weiß, dass wir zu. Witzig. Leck mich doch am Arsch. Du weißt nicht, was in so einem kranken Typen vorgeht. Ganz ehrlich, der ist ja irgendwo aus einer Irrenanstalt. Nein, der kommt von uns. Und er ruft natürlich wieder an. Diesmal aus einem Zimmer direkt über der Rezeption. Die kennen ja jetzt. Wo ist das? Das ist das im Haus. Ist das hier? Mhm. Ja. Oder will er mich verarschen? So, entspann dich. Wo ist das? Hier oben? Erster Stock. Schon wieder klingelt das Telefon. Jetzt wird sie mutig. Herr Buchinger, was ist denn? So, wir haben jetzt ein Zimmer gefunden, auch ein Doppelzimmer, so wie es vereinbart war. Ja, das ist schön. Und ich habe Ihnen gesagt, dass Sie hier nicht wohnen können. Ich weiß nicht, was daran nicht zu verstehen ist. Ich habe Ihnen gesagt, ich suche Ihnen ein anderes Haus. Wenn Sie das jetzt nicht annehmen, rufe ich die Polizei. So einfach ist es, weil Sie mir schon langsam unheimlich werden. Sie rufen hier an, lachen wie ein Irrer, hauchen irgendwie ins Telefon. Nein, ehrlich, das ist jetzt für mich nicht mehr lustig. Ich habe Ihnen ein ganz normales, menschliches Angebot gemacht. Und meine Geduld ist am Ende. Das Nächste, was ich mache, ist die Polizei rufen. Das ganze Hotel ist leer und Sie sagen, Sie haben kein Zimmer, obwohl ich bezahlt habe, obwohl ich... Sie sind doch krank! Sie sind doch krank! Sind Sie so lieb? Sie haben hier... Gesundheit. Sind Sie so lieb? Nein, Sie haben hier mit Verwöhnpension Plus gebucht. Wie bitteschön sollen wir dem gerecht werden? Indem Sie vorbeikommen und bringen einfach ein Shampoosgedeck hoch. Wir sind zu zweit und wollen für eine Nacht. Vielen ja. Dank. Bitteschön, gerne. Ich rufe jetzt Polizei, es ist mir wurscht. Na, weil die haben ja nicht anders. Was möchten die denn? Also... Jetzt raucht der unerwünschte Gast auch noch. Und das trotz der Feuermelder. Was mache ich jetzt? Geht dann automatisch zur Feuerwehr? Sexy, ich hab gesagt, mir sei eine Polizeiwaffe. Ich hab's gewusst. Jetzt hat er geraucht, oder was? Ja? Ich hab gerade mit dem Rauch. Gast eingebrochen. Kommen Sie ganz ruhig, erstmal Ruhe, alles klar. Zweites Obergeschoss, vermutlich die 603, ja? Großes Besteck bitte. So, jetzt höre ich erstmal in Ruhe zu. Was passiert? Ein Gast ist zu uns gekommen mit einer Bestätigung. Okay. Um aber Betriebsurlaub. Dann ist dieser Gast, hat sich irgendwo mutwillig Eintritt verschafft. Ich weiß es nicht. Er ist irgendwie ins Haus gekommen. Dann hat mir dieser Gast von jedem Zimmer aus angerufen. Er weiß, dass er hier nicht rauchen darf. Er wollte erst schon in der Halle rauchen. Und jetzt raucht er, um sich hier zu rächen oder um uns zu ärgern. Der hat ins Telefon gelacht. Das ist ein Irrer. Ich bin so froh, ich bin jetzt nervlich am Ende mittlerweile. Okay. Ich weiß es nicht, wie der in die Zimmer reinkommt. Das ist total gruselig. Ich sag's Ihnen. Sie waren dabei? Ja.
Absolut. Also ich bin nicht Ihre. Wir sind ja da, um zu helfen. Telefon, bitte? Leute, magst du schnell ran? Oder darf ich schnell rangehen, bitte? Gehen Sie bitte schnell ran, ja. 603, er ruft aus. Ist er das? Ja, ich gehe zu den Kollegen. Ja. Klär das, ja? Ja, hallo, das mit dem Champagner gedeckt, das dauert mir jetzt echt zu lange. Hören Sie das, bitte? Bitte, ich komme jetzt selber runter. Ich komme jetzt runter, komm selber runter. Bitte richten Sie wenigstens ein Champagner mit zwei Gläsern her, ja? Dankeschön, bis gleich. Das kann ja jetzt nicht wahr sein, oder? Aber da kommen nicht die Buchingers, Überraschung, sondern meine zwei Komplizinnen. Was macht ihr denn? Ja, wir haben da gehört, wie wir das reden. Nina, ihr habt mich für alle verarscht. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß? Nein. Überraschung. Überraschung. Doch. Schau mal da. Wink doch mal an die Kamera da drüben. Winken. Nein. Oh mein Gott.